Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tollfuß und wir lernen heute Crusader Kings 2. Während wir uns beim letzten Mal nur mit der Oberfläche und Statistiken befasst haben, geht's jetzt endlich richtig los, indem wir erste Entscheidungen für unser Herzogtum treffen. Wie immer gilt, wenn du das Tutorial an deinem eigenen Rechner mitmachen willst, dann solltest du in jedem Falle mit dem ersten Teil der Reihe beginnen. Alternativ findest du den aktuellen Spielstand in der Videobeschreibung. Die großen runden Symbole in der oberen Bildschirmmitte haben wir uns ganz zu Anfang bereits kurz angeschaut. Diese repräsentieren Meldungen, welche das Spiel für wichtig erachtet und die wir auf alle Fälle wenigstens einmal anschauen sollten. Werden die Hinweise dann anschließend von uns gelöst, verschwinden die Icons von selbst. Wenn wir mit dem Mauscursor über den ersten Eintrag fahren, sehen wir im Tooltip, dass wir uns um die Einstellung eines Hofarztes kümmern sollten. Hofärzte kümmern sich bei Krankheit um uns und unsere Verwandtschaft. Klicke mit der linken Maustaste auf das Icon und es öffnet sich automatisch das Intrigenblatt. Das Intrigenblatt ist dafür da, Entscheidungen und delikate Angelegenheiten zu behandeln. Je nach Reich und Herrscher gibt es unterschiedliche Entscheidungen, welche man ausführen kann. Manche davon haben bestimmte Voraussetzungen, die erst erfüllt sein müssen, andere können jederzeit durchgeführt werden. Fahren wir mit der Maus über den Text Hofarzt anheuern, lautet der dazugehörige Tooltip, sendet Boten aus, um einen Anwärter für die Stelle des Hofarztes zu finden. Ihr müsst den Anwärter vermutlich bezahlen, um ihn dazu zu bewegen, an euren Hof zu kommen. Solltet ihr bereits einen Hofarzt haben und einen neuen einstellen, wird der derzeitige von seinem Posten entlassen. Soweit, so verständlich. Der grüne Punkt rechts daneben kennzeichnet diesen Eintrag als wichtig und positioniert ihn immer ganz oben in der Auflistung. Der Punkt kann auch deaktiviert werden, indem man darauf klickt, vorerst belassen wir aber die Einstellung so, wie sie ist. Weiter rechts finden wir ein Fragezeichensymbol, der zugehörige Tooltip zeigt dir die Voraussetzungen für die Ausführungen dieser Entscheidung. In diesem Fall kann diese Entscheidung nur ausgeführt werden, wenn unser Herzog sich nicht mit seinen Höflingen in Klausur befindet, wenn wir noch nicht den Ehrentitel Hofarzt verliehen haben und wenn wir innerhalb der letzten 3 Jahre noch nicht nach einem neuen Hofarzt gesucht haben. Da wir alle Voraussetzungen dafür erfüllen, wird ganz rechts ein grünes Häkchen angezeigt. Durch dieses Symbol siehst du sofort, welche Entscheidungen aktuell ausgeführt werden können. Nach einem Klick auf das Papier- und Häkchensymbol wird uns eine Ereignismeldung angezeigt. Solche Nachrichten werden immer mal wieder erscheinen und informieren uns über diverse Dinge, die in der Welt oder am Hof passieren. Die Meldung lautet: Ihr habt Boten und Kundschafter in alle Himmelsrichtungen ausgesandt, um einen talentierten Arzt in eurem Reich zu finden, der bereit ist, sich an eurem Hof niederzulassen. Ihr solltet bald Berichte über ihre Fortschritte erhalten. Hoffentlich bringen sie euch keinen Quacksalber. Wir klicken auf die Bestätigungsschaltfläche, ich hoffe, ich muss nicht allzu lange warten und die Suche beginnt. Wichtig hierbei, das Ereignis wurde jetzt erst angestoßen. Es muss einige Zeit vergehen, bis die ersten Meldungen dazu bei uns ankommen. Außerdem ist nun das Symbol, welches den Hofarzt betraf, verschwunden. Schauen wir uns die nächste Meldung an. Wählt eine Ambition. Ambitionen sind kleine Quests, welche wir für unseren Charakter festlegen und bei deren Erfüllung wir kleinere Boni erhalten. Nach einem Linksklick auf das Symbol werden wir zum bereits bekannten Charakterbildschirm geschickt. Direkt unter unserer Kulturanzeige sehen wir einen kleinen Button mit einer Denkblase als Bild. Diese repräsentiert unsere aktuell gewählte Ambition und zeigt an, dass wir derzeit noch keine besitzen. Wenn wir darauf klicken, öffnet sich eine Reihe weiterer runder Symbole rechts daneben. Darunter Tugendbold werden, Ruhm erlangen, werdet König von Bayern, Erhalt eines Titels, Kriegskasse anlegen und einen Erben heranziehen. Die zu Anfang am einfachsten zu erfüllenden Ambitionen sind Kriegskasse anlegen und einen Erben heranziehen. Für die Kriegskasse werden als Herzog mindestens 500 Goldstücke im Staatssäckel benötigt und für die Erfüllung erhalten wir einen Steuermodifikator von 10% auf das gesamte Reich. Einen Erben heranziehen hingegen ist in unserer aktuellen Ausgangslage etwas einfacher. Wir haben bereits einen 11-jährigen Nachfolger. Sobald dieser 16 Jahre und somit erwachsen ist, erfüllen wir diese Ambition automatisch. Der Bonus, den wir damit erhalten, ist aber leider nicht ganz so berauschend. Es wird lediglich die Meinung von unserem Sohn uns gegenüber für eine gewisse Zeitspanne erhöht.
Aber hey, wenigstens wird während dieser Zeit die Fruchtbarkeit um 20% erhöht und nach Abschluss der Ambition verringert sich auf alle Fälle die Wahrscheinlichkeit, dass unser eigener Sohn durch Intrige vorzeitig versucht, unseren Platz einzunehmen. Wichtig ist hier, es kann immer nur eine Ambition aktiv sein. Wurde diese einmal festgelegt, lässt sie sich erst nach Ablauf einer gewissen Frist in der Regel ein paar Jahre wieder ändern. Da wir später immer noch genug Geld scheffeln können, werden wir jetzt erst einmal die Ambition, einen Erben heranziehen. Herzog Otto II. Wünscht sich einen Sohn, der das Erwachsenenalter erreicht. Wenn das Erbfolgegesetz von Otto kognatische Primogenitur ist, so werden sowohl ein Sohn als auch eine Tochter die Bedingungen zur Nachfolge erfüllen. Während diese Ambition aktiv ist, wird die Fruchtbarkeit um 20% erhöht. Wir ignorieren fürs Erste die Begrifflichkeiten rund um das Erbfolgegesetz und klicken im Bestätigungsdialog auf OK. Anschließend klopfen wir uns selbst auf die Herzogsschulter und beglückwünschen uns zur Wahl unserer ersten eigenen Ambition. Der dritte Schritt in der Herrschervorbereitung ist die Wahl unseres Charakterfokus. Nach einem Klick auf das Symbol landen wir erneut im Charakterbildschirm, allerdings mit einer nach rechts ausgeklappten Fokus-Wählen-Oberfläche. Die gleiche Oberfläche lässt sich auch anzeigen, wenn wir rechts neben der Ambition auf das runde Symbol klicken. Es gibt 10 unterschiedliche Fokusse, welche in jeweils 5 Gruppen aufgeteilt sind: Diplomatie, Kriegskunst, Verwaltung, Intrige und Bildung. Vielleicht klingelt jetzt beim einen oder anderen was im Hinterkopf, da die Begriffe bereits bekannt sein sollten und ja richtig, die Fokusse orientieren sich dabei an den gängigen Charakterattributen. Unser Charakter kann jetzt also wählen, auf welchen Fokus er sich konzentrieren möchte. Welche Auswirkungen diese haben, sehen wir immer im Tooltip. Wollen wir selbst Armeen anführen, dann wäre Jagd oder Krieg von Vorteil. Wollen wir lieber unsere diplomatischen Optionen erweitern, dann wäre Zecherei oder Familie die erste Wahl. Ist unsere Leidenschaft die Verführung oder benötigen wir noch unbedingt einen Thronnachfolger, dann würde der Fokus Intrige oder Verführung weiterhelfen. Wir sind hier relativ frei und können diesen nach einer Abklingzeit von einigen Jahren auch wieder wechseln. Mit einfließen in die Entscheidung sollte die Tatsache, dass es gewisse Ereignisketten gibt, je nachdem welcher Fokus gewählt wurde. Jeder Pfad hat seine Vor- und Nachteile. Da wir für das Mittelalter mit unseren 46 Jahren ein bereits etwas gesetzteres Alter haben, wählen wir für unseren Herzog den Fokus Familie und klicken anschließend auf Auswählen. Dieser verstärkt nicht nur unsere Diplomatie und Fruchtbarkeit, sondern erhöht auch noch unsere Gesundheit um +1. Vielleicht können wir damit dem Tod noch das ein oder andere Mal von der Schippe springen. Zwei Schaltflächen sind noch übrig. Eine davon legt uns nahe, einen Regenten zu ernennen. Ein Regent kümmert sich um die Herrschergeschäfte, wenn es uns selbst als Herrscher nicht möglich ist. Zum Beispiel, weil wir uns auf religiöser Pilgerfahrt befinden. Oder weil wir in einer Schlacht vom Gegner gefangen genommen und eingekerkert wurden. Oder weil wir plötzlich das Charaktermerkmal unfähig erhalten haben. Oder. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und damit in dieser Zeit ein Regent herrscht, der in die ähnliche Richtung wie wir selbst denkt, ist es sinnvoll, diesen bereits vorher festzulegen. Wird das nicht gemacht, bestimmt das Spiel selbstständig jemanden als Regenten. Wir öffnen das Hinweissymbol und es wird daraufhin das Ratsblatt mit dem darunterliegenden Reiter Niedere Titel angezeigt. Nach einem Klick auf den Text Kein Charakter in der Zeile Ernannter Regent öffnet sich rechts daneben eine Übersicht über die möglichen Kandidaten. Neben unserer Gattin sind auch Vasallen unseres Herzogtums aufgeführt. Da die Auswahl relativ groß ist, müssen wir uns jetzt für einen geeigneten Kandidaten entscheiden. Am einfachsten ist es, wir wählen jemanden, der sich gut mit uns versteht, also eine hohe Meinung von uns hat und positive Charaktermerkmale besitzt. Zur besseren Übersicht sortieren wir zuerst die Liste nach Meinung, indem wir auf das Spaltenbild ganz links oben klicken. Einer der besseren Kandidaten ist unter anderem Heinrich, Bischof von Trent. Da er uns mag und Merkmale wie bescheiden und gemäßigt besitzt, wählen wir ihn aus, indem wir auf sein Charakterporträt klicken. Die aktuelle Liste schließt sich und unser Regent wurde offiziell ernannt. Durch die Ernennung kann er uns jetzt sogar noch besser leiden als zuvor. Zuvor war seine Meinung von uns +47, mittlerweile ist diese +57. Sehen wir uns noch kurz den Rest der niederen Titel an. Hofarzt ist bereits in Planung und wird automatisch befüllt, sollten wir dem demnächst eintreffenden Vorschlag unserer zurückkehrenden Boten annehmen. Stallmeister, Jägermeister,
Großalmosenier und Mundschenk erhöhen die Meinung eines anderen Charakters uns gegenüber um jeweils plus 5. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man darauf angewiesen ist, dass sich diese gut mit uns verstehen. Wichtig ist hier, dass die Verteilung von Titeln nicht nur bessere Meinung bringt, sondern auch Gold- und Prestigepunkte pro Monat kostet. Der Titel Befehlshaber kennzeichnet unsere Armeeanführer. Jede aufgestellte Armee kann ohne Anführer kämpfen, werden allerdings die richtigen Befehlshaber gewählt, kann das einen großen Unterschied ausmachen. Je nachdem, wie hoch die Kriegskunst der Charaktere ist, umso besser. Auch gibt es besondere Charaktermerkmale wie fähiger Taktiker oder inspirierender Anführer, welche die Armee zusätzlich verstärken. Heruntergebrochen auf das Wesentliche ist es wichtig, für eine ausgehobene Armee auch mindestens einen Anführer zuzuweisen. Wir schließen nun das Ratsblatt, indem wir rechts oben auf das X-Symbol klicken. Das letzte verbleibende Icon zeigt die noch fehlenden Fokusse für unsere Kinder. Der Tooltip zeigt dir an, welche Kinder betroffen sind: Heinrich, Kuno, Siegfried, Ida und Mechthild. Nach einem Linksklick auf das Symbol wird uns das erste Kind in der Liste links im Charakterblatt angezeigt. Der Aufbau des Blattes ist komplett identisch mit der bereits bekannten Darstellung. Allerdings werden jetzt die Daten unseres Kindes Heinrich angezeigt und nicht mehr die unseres Charakters. Wir sehen, wie alt er ist, welche Attribute er hat, wer seine Eltern sind, das sind dann wohl wir, welche Geschwister er hat und so weiter. Wie auch bei unserem persönlichen Charakterfokus können für die Kinderspezialisierungen festgelegt werden. Nach dem Klick auf das Fokussymbol wird erneut der Ring aus auswählbaren Fokussen präsentiert. Beim Darüberfahren mit der Maus stellen wir aber fest, dass sich diese geringfügig von denen erwachsener Personen unterscheiden. Das liegt daran, dass sich Charakterattribute erst mit der Volljährigkeit ausprägen und man vorher zum Beispiel als Erziehungsberechtigter die Kleinen nur in eine entsprechende Richtung prägen kann. Da Heinrich wie an der goldenen Krone beim Porträt erkennbar aktuell als unser Nachfolger gilt, wählen wir hier den Fokus Demut und klicken anschließend auf Auswählen. Das sollte ihm gute Voraussetzungen für mehr Diplomatiekenntnisse verschaffen. Als Thronnachfolger kann er diese durchaus gebrauchen. Das gleiche führen wir jetzt mit den noch verbleibenden Kindern durch. Einfach jedes Mal erneut auf das Hinweissymbol oben in der Mitte klicken oder unser Kind direkt im Charakterdatenblatt anwählen. Für Kuno und Siegfried wählen wir auch jeweils Demut, da es durchaus sein kann, dass unser derzeitiger Thronnachfolger überraschend stirbt. Dann rückt der Nächstgeborene nach und soll selbstverständlich auch gute Eigenschaften besitzen. Für Ida und Mechthild wählen wir Tradition. Letztendlich ist es hier aber mehr oder weniger egal, da unsere Söhne aufgrund des derzeitigen Erbfolgegesetzes bevorzugt werden. Zu guter Letzt vergeben wir noch Befehle an unseren Beraterstab. Wir wählen hierfür das Ratsblatt oben links und darin den Reiter Positionen. Wir besitzen derzeit 5 Berater, welche unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Der Kanzler kümmert sich mittels Diplomatie um Beziehungen und Ansprüche auf Ländereien. Der Marschall verwaltet mittels Kriegskunst unsere Armee und unterdrückt Revolten. Der Kämmerer sorgt sich mittels Verwaltung um die Steuereinnahmen und die Bauarbeiten in unserem Reich. Der Hofspitzel nutzt die Intrige, um Sabotage und Agenten zu verwalten. Und der Hofkaplan sorgt mittels seiner Bildung für bessere Beziehungen und bekehrt Ungläubige. Jeder Berater kann eine von 4 Tätigkeiten aktiv durchführen. Einmal gewählt, lässt sich diese erst wieder nach Ablauf einer zeitlichen Frist ändern. Unser Kanzler kann entweder zufällig Beziehungen mit Vasallen und benachbarten Herrschern verbessern, oder aber er verbessert gezielt die Beziehung zu einem Vasallen oder Herrscher, oder er fingiert Ansprüche in Provinzen, denen wir dann bei Erfolg den Krieg erklären können, oder er sät Unmut in fremden Provinzen, um deren Beziehung zwischen Adeligen und Lehnsherren zu schwächen. Da wir aktuell noch keinen direkten Bedarf für etwas Spezielles haben, belassen wir die Aktivierung auf Staatskunst verrichten. Unser Marschall kann seine Armee organisieren, um Kosten zu senken und Befehlshaber auszubilden, oder er unterdrückt bevorstehende Revolten in einer unserer Provinzen. Er kann aber auch Truppen ausbilden, um die Aufgebotsgröße unserer Armee zu erhöhen oder Militärforschung für eine schnellere Technologieentwicklung betreiben. Da wir uns nicht im Krieg befinden und auch keine Revolten bevorstehen, belassen wir die Einstellung auf Armee organisieren. Unser Kämmerer verwaltet entweder das Reich, um den Wohlstand zu verbessern,
treibt Steuern ein, um mehr Geld in die Staatskasse zu bringen, erhöht via Bauaufsicht die Baugeschwindigkeit von Gebäuden oder forscht über die Wirtschaft, um die Technologieentwicklung voranzutreiben. Da wir Geld immer gebrauchen können, ändern wir hier die Tätigkeit auf Steuern eintreiben und sehen anschließend, sobald diese hell hinterlegt ist, auf der Karte, in welche unserer Provinzen wir den Kämmerer für diese Tätigkeit schicken können. In diesem Fall ist hier nur die Provinz Oberbayern verfügbar, da wir nur dort eine eigene Domäne besitzen. Klicke mit links auf die Provinz und der Kämmerer erscheint dort als kleine Figur. Unser Hofspitzel kann unter anderem Verschwörungen am Hof aufdecken, kann fremde Provinzen sabotieren, kann ein Agentennetzwerk aufbauen, um die eigene Verschwörungsstärke zu erhöhen oder die eigene Technologie studieren, um den Fortschritt weiter voranzutreiben. Hätten wir das Stadion nicht auf 1066, sondern auf einen früheren Zeitpunkt gesetzt, würden wir den Hofspitzel jetzt zum Spionieren nach Konstantinopel schicken, da dort für gewöhnlich der Forschungsfortschritt am höchsten ist und man so mit seinem Agenten die ein oder anderen Forschungspunkte stehlen kann. Da mittlerweile aber überall die Forschung schon recht weit fortgeschritten ist und wir aktuell keine Bedrohung für irgendjemanden sind, verbleibt unser Hofspitzel am Hof und kümmert sich dort um die Aufdeckung von Verschwörungen. Zu guter Letzt folgt noch der Hofkaplan. Dieser kann sich auf das Jagen von Ketzern konzentrieren, um monatliche Pietätspunkte zu generieren. Er kann Untertanen bekehren, um unsere Religion weiter zu verbreiten. Er kann Kulturforschung für schnellere Technologieentwicklung betreiben oder den Klerus beeinflussen, um bessere Beziehungen aufzubauen. Da bessere Beziehungen mit unseren Priestern immer gut sind, wählen wir die Schaltfläche Klerus beeinflussen und klicken, wie schon zuvor beim Kämmerer, sobald diese hell hinterlegt ist, auf die Provinz, in welcher der Hofkaplan tätig werden soll. Als erstes schicken wir ihn nach Oberbayern. Wieso Oberbayern? Weil sich dort ein Abt befindet, zu dem bessere Beziehungen von Vorteil wären. Dazu später mehr, wenn wir uns genauer mit unseren Vasallen befassen. Wir haben heute wieder einmal einiges geschafft. Unter anderem sind wir auf die Verwaltung von niederen Titeln eingegangen, haben unsere Charakterambitionen festgelegt, haben für uns und unsere Kinder Fokusse bestimmt, welche im weiteren Spielverlauf eventuell noch nützlich sein können, haben einen fähigen Regenten für unsere Abwesenheit benannt und letztendlich den aktiven Beratern Vorgaben gemacht, was im Reich zu tun ist. Wir sind jetzt gut gerüstet für den Spielstart. In der nächsten Folge nehmen wir die Pause raus und werden uns mit den ersten auftretenden Ereignissen befassen.